János apostol első levele, 3. rész 16. versével, arról ismerjük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. És jelentem a következőket. Bach János Sebestyén születéséhez kötődően Bach mindenkinek fesztivál keretében a mai istentiszteleten Bach művek hangzanak el az orgonán, az istentiszteletet bevezető orgonajáték a 939-es C-dur kis preludium volt, az istentisztelet végén pedig az 539-es számú D-mol preludium fog elhangzani. Kivételesen ezt az utójátékot hallgassuk végig, és csak utána vonuljunk ki. Örömmel jelentem, hogy Bonyhádnak új díszpolgára van. Gratulálunk András Percel díjához. Jelentem továbbá, elhunyt Hopp Henriknél született Füredi Erzsébet 80 éves korában. A temetése 21-én kedden 15 órakor lesz itt az evangélikus temetőben. A bibliaórát a megszokott időben tartjuk. Március 22-én szerdán 19 órától Forráspont címmel folytatjuk beszélgetős esti sorozatunkat, téma etikai kérdések. 24-én pénteken 16 órától tavaszi nagy takarítás a templomban. Szeretettel hívunk és várunk tetterős testvéreket. Március 26-án családi istentisztelet lesz az akkori időszámítás szerint 10 órától. Tehát aznak kell előreállítani egy órával az órát. Április 4-én 17 órától teológus Passió a Bonyhádi Evangélikus Templomban. Ennek semmiféle kapcsolata nincs a korábbi, hogy is mondjam, lejáratódott ünnepünkkel. Kezdjük el Isten tiszteletünket a német énekes könyvből, a 462-es, a magyarban a 371-es. Sure.
den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Barmherziger, ewiger Gott, wir bekennen vor dir, dass wir deinen Sohn wohlverdient haben, um unsere Sünde willen. Aber um des unschuldigen Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes willen bitten wir dich. Nimm von uns die Strafe unserer Sünden und vergib uns gnädig unsere Missetat. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Herr Jesus Christus, du hast dich selbst in den Tod gegeben, uns das Leben zu schenken. Wir bitten dich, speise uns mit dem Brot des Lebens, dass wir mit dem Reichtum deiner Gnade gesättigt Frucht bringen, die ewig bleibt, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist erlebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vernehme die christliche Gemeinde das Evangelium für den heutigen Sonntag, für den Sonntag der Tage, aus Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15, also glaube. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern.
Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wolle. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu den Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesu tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Selig, jetzt auch unwahrlich. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Nun lasst uns Gott loben und ihm danken mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vernehme die christliche Gemeinde den Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem ersten Briefe des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 10, die Verse 14 bis 17, also lauten. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Als mit Klugen rede ich, urteilet ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Amen. Liebe Gemeinde, meine Geliebten in dem Herrn, diese Sonntage vor Karfreitag und Ostern betrachten wir unseren Herrn und wollen ihn verstehen. Wer ist er eigentlich, der für uns ans Kreuz ging? Der heutige Sonntag hätte in dieser Hinsicht den Titel: Er ist das Brot des Lebens. Und zu diesem Thema haben wir heute einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Für den ersten Blick passen die beiden durchaus nicht zusammen. Da müssen wir ein bisschen ferner einsteigen. Wenn wir den ersten Korintherbrief anfangen zu lesen, da finden wir einen Satz mit einem Kernwort: Gott ist treu, der uns berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Es handelt sich also um eine Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Und daher ist es schon verständlich, dass dieser Abschnitt, den wir heute haben, mit dem Satz beginnt: flieht den Götzendienst. Haben wir Gemeinschaft mit Christus, dann blutet diese Gemeinschaft Götzendienst nicht. Aber was sucht hier Götzendienst? Da müssen wir nicht nur im Korintherbrief zurückgehen, sondern auch in der Weltgeschichte. Die Briefe an die Korinther, eigentlich vier, aber davon sind nur zwei erhalten geblieben, ist in eine Gemeinde gerichtet worden, die in einer damaligen Großstadt lebte. In einer Hafenstadt mit zwei Anlegeplätzen. Die Halbinsel Peloponnesus wurde durch einen Landstreifen mit dem Festland verbunden und um einen Umweg, um die Halbinsel zu vermeiden, wurden die Schiffe in der Bucht zu Korinth durch diesen Festlandstreifen von Holz gebauten Bahn von einem Anlegeplatz in den anderen geschleppt. Deshalb war die Stadt voll mit Maultieren,
mit deren Treiber, mit Händler, mit Leuten und mit all dem, was damit zusammenhängt. In Korinth war der Tempel der Liebesgöttin Aphrodite. Und die damaligen Griechen hatten einen Begriff für den korinthischen für die korinthische Lebensweise, korinthisch zu leben. Das war die tiefste Verdorbenheit, die es damals existierte, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Wenn wir das betrachten, dann könnte dieser Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief auch unsere heutige Welt, heutige Gemeinde und heutiges Volk treffen. Fliehet vor dem Gottesdienst. Götzendienst heißt es. Warum? Die Opfertiere, die dem Götzen geopfert wurden, wurden in der Fleischbank ausverkauft. Wer daraus gekauft hatte, der nahm am Götzendienst teil. Das ist ein kultisches Essen. Die Korinther, die wussten das. Es ist kein Zufall, dass Paulus sie so anredet: Ihr seid vernünftige Leute, ihr wisst, was ich spreche. Wer davon gekauft und gegessen hat, hat sich am Götzendienst beteiligt. Sie sollen das meinen. Denn entweder Gemeinschaft mit Christus oder eine Gemeinschaft mit einem Götzen. Ich habe nachgeforscht, was eigentlich Gemeinschaft heißt im Griechischen. Natürlich Freundschaft. Auch geschäftliche Gemeinschaft. Aber die engste Gemeinschaft ist die Ehe. Das Zusammenleben. Und wir wurden in eine solche Gemeinschaft mit Jesus von Gott berufen. In eine Gemeinschaft mit Jesus. Die engste Gemeinschaft wird gemeint, wie die Ehe, wie Meister und Jünger. Lasst uns nicht vergessen, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammenlebte. Er war der Hausvater und die Jünger, die lebten mit ihm in einer engen Gemeinschaft. Dazu sind wir berufen. Und diese Gemeinschaft, naja, wo ist Jesus? Jesus ist auferstanden. Die Gemeinschaft, wozu wir berufen sind, ist die Gemeinschaft des Auferstandenen. Und das hat wiederum eine besondere Bedeutung. Die Griechen, die waren der festen Überzeugung, dass mit dem Sterben das Leben und damit alles vorüber ist. Also, will man das Leben genießen, dann hat man dazu die Jahre, die einem geschenkt werden. Hier. Und das hat auch wenig Sinn, denn mit dem Tode ist alles vorüber. Wir aber sind in eine Gemeinschaft mit dem Auferstandenen berufen. Götzendienst heißt, der Mensch will, dass will das Wohlwollen,
der Gottheit erkaufen. Es geht vom Menschen aus. Denn hier auf Erden will er's gut haben. Wir aber werden von Gott angesprochen und berufen in eine Gemeinschaft, die mit dem Tode nicht aufhört, sondern die auch weiter reicht. In eine Lebensgemeinschaft. Diese Gemeinschaft gilt für alle Gebiete des Menschenlebens. Auch in der Jugend. Auch in der Jugendzeit soll man erfahren, was es heißt, geliebt zu werden von dem, der sein Leben für uns gelassen hat. Als Erwachsene sollen wir erfahren, was es heißt, vergeben und neu anfangen, wie Gott uns in Jesus vergeben hat. Wir sollen erfahren, in den Tiefen unseres Schicksals, was das heißt, nie allein gelassen zu sein. Denn es heißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sollen erfahren, was das heißt, dass wir in der Reihe der Sünder höchstens der Vorletzte sein können. Denn den hinteren Platz hat der eingenommen, der für uns als Unschuldiger ein Sünder geworden ist. Mit ihm haben wir eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird verschiedenen Arten gefestigt. Durch gemeinsame Programme, gemeinsames Essen am weißen Tisch, das wissen Sie. Was das heißt, wenn die Familie beisammen ist am Sonntag, wenn sie alle beisammen sind, eine Gemeinschaft. Das gilt auch, galt auch für den Götzendienst damals. Und das gilt auch heute, wenn wir das Abendmahl nehmen. Dann sind wir in der engsten Gemeinschaft mit dem, zu dem wir berufen sind, dem wir folgen können in allen Phasen unseres Lebens. Und dadurch sind wir nicht nur mit ihm in einer Gemeinschaft, sondern auch untereinander. Denn wir sind alle teilhaftig an seinem Leibe und an seinem Blut. Was heißt teilhaftig sein? Der Teil hat ein Stück vom Ganzen. Und das Ganze umfasst den Teil. Wir sind an ihm teilhaftig. Das heißt, wir können in ihm, in seiner Atmosphäre leben. Alle Tage bis an der Weltende. Von ihm Beispiel nehmen, durch seine Kraft genährt werden. Und er umfasst uns, birgt uns. Solange wir hier leben und auch danach. So soll er unser tägliches Brot sein, aus dem wir leben alle Tage. Und daher ist es verständlich, dass der Apostel warnt, flieht den Götzendienst.
damit ihr in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft untereinander bleibt. Amen. Olvasom meg a gyülekezet a mai vasárnapra rendelt igehirdetési igét, az első Korintusi levél 15 részéből a 14-től a 17. versig. Ezért szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Ámen. Kedves testvéreim, a vasárnapokon azt próbáljuk megérteni, ki az, aki értünk, szenvedett, halálba ment és feltámadott. Ehhez különböző képeket használ egyházunk, amikor elrendelte az igehirdetési sorozatot. A mai vasárnapra eső kép Jézus az élet kenyere. Meghökkentő, hogy ehhez a témához a első korintusi levélből ezt a szakaszt jelölték ki. Meneküljetek a bálványimádástól. Miért? Vissza kell mennünk a levélben is, meg majd a történelemben is. A levélben. Az első korintusi levél elején, első fejezet, 9. vers, azt a mondatot találjuk: hűséges az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Na ez a kulcs szó az egész első korintusi levélhez. Jézus Krisztussal való közösség. Rögtön tegyük hozzá. Ez a levél valamikor az 50-es években íródott Jézus születése után. Akkor Jézus már bőven feltámadott és mennybe ment. Tehát ez a meghívás a feltámadott Jézussal való közösségre szól. Na most, mit jelent a közösség? Többféle van. Üzleti közösség. Asztal közösség, tanárembernek osztály közösség. A legszorosabb közösség a házasság. Tanítványi közösség is volt Jézus körül, ahogy Jézus töltötte be a család főszerepét, a tanítványokról pedig ő gondoskodott, együtt voltak végig. Valami ilyen közösségre vagyunk elhívva. A legszorosabb közösség abban az időben az asztal közösség volt. Hagyjuk ki most a házasságot. Mindez pedig Korintus. Korintus az akkori időkben egy nagyváros volt, milliós város. Kikötőváros két kikötővel. A Peloponnészoszi félsziget az körülbelül egy dunántúlnyi terület, északi részén mélyen benyúlik egy öböl, majdnem egészen
Korinthoszig, egy néhány kilométeres földsáv köti össze ezt a félszigetet a szárazfölddel. Most, ha valaki nem akart körbehajózni egy dunántúli területet, az azt csinálta, hogy a kiépített fapályán kivontatták a nem túl nagy hajókat erre a fapályára, átvontatták a másik oldalra, és ott újra vízre bocsátották, rakománnyal együtt. Következésképpen a város tele volt összvérrel, összvérhajcsárral, kereskedővel, pénzemberekkel és pénzzel, és tele volt bűnnel. A görögben létezik egy kifejezés, a korintiadzány, ami azt jelenti magyarul korintusi módra élni. Ez a korintiadzány, ez volt az üllésnek a ne továbbja. Korintusban volt Afroditének, a szerelem istennőjének a temploma. Most hozzátartozik még a korabeli áldozati kultuszhoz, hogy az istenség tiszteletére levágott állatot, azt a mészárszéken kimérték. Tehát aki húst vásárolt a hentesnél, az számolhatott azzal, hogy ő ezzel a vásárlással részt vesz az áldozati kultuszban. Azt a közösségben van azokkal, akik a bálványt imádják. Azt a közösségben a bálványnak. Ha most egy picit elvonatkoztatunk ettől, és körülnézünk, hogy mi minden csámíthatja el az embert, és mi minden tarthat az ember fontosabbnak, olyannyira, hogy olyan közösségre lép vele, amit az a dolog nem érdemel meg, akkor érezhetjük azt, hogy Pál figyelmeztet, meneküljetek tőle. Ne kötelezzétek el magatokat, mert a hűséges Isten elhívott bennünket az ő fiával való közösségre. Mégpedig életre, halálra, feltámadásra szóló közösségre. Az, hogy Jézus kijelentette, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez érvényes az emberi élet minden szakaszán. Kisgyermekként is meg lehet tapasztalni, mit jelent az a szeretet, ami nem kötődik feltételhez. Felnőtt emberként is meg kell tapasztalnunk, mit jelent megbocsátani, és megbocsátásból élni. Felnőtt emberként is átélhetjük, amit Ady Endre átélt. Mikor elhagytak, mikor a lelkemet roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölel. Ez a csendesen és váratlanul, ez ott van, az életünk minden szakaszában, mert veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Erre a közösségre vagyunk elhívva. Ez egy életközösség, amit a leginkább az asztal közösség.
Pál apostol valószínűleg zsidó gyökerű embereknek ír. Egy érdekes csavar van a mondataiban, ha van még türelmük, akkor ezt elmondom. Az áldás orra az a templomi ételáldozatnál fordul elő. És az szövetség Istenével való közösségnek jelenti. A csavar ott van, hogy Pál nem azt mondja, hogy az áldás pohara, amit megáldunk, az Istennel való közösség, ezt nem meri mondani. Jézussal való közösség. Vele vagyunk tehát, megerősít. Van egy másik vonulata is. Azokkal együtt, akik hasonlóképpen közösségben vagyunk Jézussal. Részesedünk benne. Ez is egy érdekes kifejezés. Mit jelent részesedni? Azt jelenti, hogy a kisebbnek része van a nagyobbból. A kisebbnek, a jelentéktelennek része van a nagyból, a bűnösnek, a kegyelembe fogadottnak, része van élet és halál urából. De azt is jelenti, hogy amiben részünk van, a nagyobb, az körbefogja a részt. Részünk van benne. Ez azt jelenti, hogy az oltalmában vagyunk. Mert körbefog. Mert közösségben vagyunk vele. Erre hívott el bennünket az Isten. A hűséges Isten. Akinek az igazsága abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a bűnt. Legyen ez nekünk mindennapi kenyerünk, amiből élünk, amiből megújulunk, ami talpra áll, ami összeköt mindazokkal együtt, akikkel együtt részesedünk, mindabból, amit Jézus értünk elvégzett. Imádkozzunk. Herr unser Gott, lieber Vater, wir danken dir, dass du in deinem Sohn Jesus Christus alles für uns getan und vollendet hast. Wir danken dir, dass wir uns von der Vergebung unserer Sünden und von der Hoffnung des ewigen Lebens nähren dürfen. Wir danken dir für das Licht und die Kraft deines Wortes, das du uns auch in dieser Zeit gesagt. Wir bekennen dir, dass wir oft undankbar gewesen sind, dass wir deinen Heiligen Geist betrübt haben durch Ungehorsam und Verzagtheit, durch Trägheit und Zwietracht. Hilf unserem Unglauben und erhöre uns, wenn wir dich jetzt bitten, um deine Treue und Geduld, um den Beweis deines heiligen Willens in den Wirrnissen dieser Welt und unseres eigenen Lebens. Um den freien Lauf des Evangeliums in den Kirchen anwenden, um das Erwachen eines neuen Geistes unter denen, die durch Lüge und Irrtum geschlagen sind, um einen gerechten Frieden unter
zweiten Völkern. Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit für alle, die zu regieren haben, besonders in unserem Vaterland. Und deinen Trost für alle Leidenden, Betrübten und Sterbenden, alle Armen, Kranken und Gefangenen, Heimatlosen und Wanderern. Um kräftigen Willen deines Wortes in allen Familien und Schulen. Um deinen Segen zu der Arbeit in jedem redlichen Beruf. Um die Gabe der Beständigkeit bis zum Ende für uns alle. Darum bitten wir dich um Jesu Christi, unseres Herrn Willen, in dessen Namen wir also beten. Vater, unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun empfange den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Thank you.
Ez is már a mi Istenünk, Istenben úr viszontlátásra.